warum neben mir eine Kollegin aus Deutschland sitzt und was wir da noch so vorhaben, das erfährt ihr in diesem Video. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal rund um das Thema Mobilität. Wir befinden uns hier gerade in Wien, neben mir Lisa. Lisa ist Kollegin aus Deutschland und plant jetzt zeitnahe ihre eigene Fahrschule aufzumachen und gehört auch, würde ich wirklich sagen, mittlerweile so zu unserer Community. Du verfolgst den YouTube-Kanal schon sehr lange und ja, kennst auch so all die Kollegen, die so auf dem YouTube-Kanal vorkommen und ja, jetzt kommst du, wirst auch immer mehr eingegliedert in das Ganze. Aber stell dich vielleicht mal zu Beginn des Videos kurz vor, was machst du so? Wir biegen bei der nächsten Möglichkeit übrigens rechts ab bei der Ampel. Das ist Doppelaufgabe, reden und fahren, aber als Fahrer ist man das ja gewohnt. Genau. Ja, mein Name ist Lisa, ich lebe in Wuppertal, eröffne jetzt eine Fahrschule in Remscheid. Ich bin 28 Jahre alt, ja, und verfolge den Bernhard schon ziemlich lange. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, das freut mich sehr, vor allem auch die tollen Menschen, das betone ich immer wieder, die ich kennenlernen darf durch diese Tätigkeit, wenn man so nach außen geht, den Austausch, da kann man sehr, sehr viel lernen, denke ich, wir alle gegenseitig in der gesamten Community, das heißt auch immer fleißig mitkommentieren bitte. Und ja, was verschlägt dich jetzt eigentlich nach Wien zu mir? Ja, morgen ist dein Fahrsicherheitstraining. Wunderbar, ja. So ist es. Ihr habt das ja wahrscheinlich auch mitverfolgt am Kanal, das Community Fahrsicherheitstraining, wo jeder von uns herzlich eingeladen ist, mitzumachen, zu einem sehr, sehr, glaube ich, schon sehr fairen Preis, wenn man die Branche kennt, würde ich sagen. Das geht es wirklich vor allem darum, dass wir für die Community was Attraktives gestalten können, wo man sich austauschen kann, wo man sich mal persönlich sieht und gegenseitig auch näher kennenlernen kann und auch so die menschliche Komponente dahinter hat und nicht nur über Video miteinander kommuniziert und über Kommentare. Ja, und wie es so ist, wenn man sich mit mir trifft und so Kollegen sich treffen, habe ich da gleich so ein bisschen mir auch Gedanken gemacht, was wir da vielleicht noch in Zukunft machen könnten. Und da kam mir doch die Idee, dass wir das, was ich in der Schweiz mit dem lieben Joel, ihr habt das vielleicht verfolgt, einem Kollegen aus der Schweiz, der eine Fahrschule dort hat, vorhabe, dass wir nämlich Videos drehen, spezifisch für Schweizer Verkehrsrecht, auch für Deutschland machen. Das heißt, dass wir sozusagen die Dachregion jetzt immer spezifischer, genauer auch mit Videos zusätzlich versorgen. Das heißt nicht, dass die anderen Videos jetzt nicht mehr sind oder so, sondern dass wir einfach sozusagen spezialisiert nochmal eine Playliste haben für Deutschland, für die Schweiz. Denn einerseits sollen die Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, die Schülerinnen und Schüler aus der Schweiz auch wirklich sozusagen von einem Kollegen vor Ort, denke ich mir, hochwertige Videos bekommen können. Zum anderen ist es für uns auch, glaube ich, sehr interessant, sich auszutauschen, weil wir zwischen Ländern herumfahren und ich habe zum Beispiel Trottoirregeln in der Schweiz. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Joel auf einem Café war, fahren wir langsamer, das ist ein Radar. Das ist eine Kollegin, ja. So. Ich bin außer Dienst, ja, ich sag's gleich. Da schneiden wir nicht raus, ich sag's dir nur. Ja. Wir haben uns verquatscht, deswegen. Nein. Machen einen Fahrstreifenwechsel noch nach links, weil dann kommen wir direkt in die Wiener City hinein, weil jetzt werde ich dir dann die Wiener Innenstadt zeigen. Aber zurück zum Thema, du lenkst mich wieder ab, in dem Fahrstreifen bleiben wir geradeaus. Okay. Und ja, Idee eben auch in der Dachregion, man fährt zwischen den Ländern herum. Ich bin in der Schweiz, ich bin in Deutschland unterwegs, ich liebe ja ganz Europa, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben das beide gemeinsam, dass wir sehr gerne reisen. Ich sehe dich auf Facebook auch immer nur einmal in Wien oder einmal in der Steiermark irgendwo und dann in der Schweiz wieder und dann wieder in Deutschland irgendwo in München und so. Also man ist ja in Wahrheit nicht nur in dem einen Land unterwegs, wo man vielleicht dann die Prüfung macht, sondern man ist ja in ganz Europa unterwegs und daher eben auch die Idee, zumindest die Dachregion auch sozusagen für uns schwerpunktmäßig einfach mit so ein paar Playlisten, so wirklich gezielt die wichtigsten Regelungen beinhaltet, abzudecken und da können wir dann auch gegenseitig so ein bisschen wieder lernen. Ja, das ist so die Idee, die wir haben, dass wir so eine Playliste drehen und jetzt geht die Frage wieder an euch, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Was habt ihr für Fragen an die Lisa? Was würdet ihr gerne spezifisch für Deutschland vor allem an Videos bekommen? Erklärt bekommen, du wirst auch schon mitlesen, also es wird ein bisschen dauern, bis wir das dann umsetzen können. Im August drehe ich jetzt die Videos mit Joel für die Schweiz und wir werden halt dann auch jemanden in den Zeitraum deutschlandspezifisch abdecken und ja, bis dahin denke ich, werden wir in diesem Video einfach Ideen sammeln, was wir drehen könnten. Würde euch die Idee gefallen? Ja, ja, Daumen hoch würde uns dafür motivieren und ich würde sagen, wir fahren jetzt in die Wiener Innenstadt. Ich zeige dir mal die Wiener City, die auch sehr, sehr schön ist. Und ja, euch wünsche ich
alles Liebe und alles Gute. Mehr zu den Community-Fasi-Jetztrainings findet ihr auf bernhummel.at/Fasi-Jetztraining. Der nächste Termin ist im November, habe ich heute festgelegt und mir gedacht, ich muss den Leuten ja einen nächsten Termin sagen. Auch denen, die jetzt sich nicht mehr anmelden konnten, weil es war jetzt tatsächlich am Ende dann einfach ausgebucht. Und mehr als 12 macht wenig Sinn, weil wir sonst zu viele sind. Außer man teilt es mit mehreren Trainern dann auf, aber wir wollen das ja auch gemütlich halten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Alles Gute und tschüss. Genau. Tschüss. Und ja, Ideen unten rein kommentieren bitte.